Hier ist deine Mami. Eddie, denk nicht nur an Fußball. Tu mir doch den Gefallen und leg ab und zu mal etwas zur Seite. Eddie, denk an die Zukunft. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Sehat Mihic, hier stellt sich jetzt eine große Frage. Wer ist der Torschütze, du oder Vogler? Also nach dem Spiel hat er gesagt, dass er dran war, aber eindeutig habe ich den Ball reingeschossen. Es freut mich, dass der Helfer rausgeholt hat, aber Tor war es von mir, ja. Okay, also wollen wir gerade mal kurz feststellen, also das Fanradio hatte das richtig gesehen und die Offenbach Post lag daneben. Kurzes Fazit von dir zum Spiel, 1:1, Punkt Gewinn, 2 Punkte verloren, wie siehst du es unterm Strich? Im Endeffekt muss man schon mit dem Punkt zufrieden sein, weil wieder mal ein ganz schwacher erste Halbzeit von uns und zweite Halbzeit war schon besser und ja, müssen wir nach dem Verlauf des Spiels mit dem Punkt zufrieden sein. Woran lag das, dass die erste Halbzeit so schwach war, wie du es ja selbst gesagt hast? Ja, woran lag das? Das lag daran, dass wir einfach zu passiv waren, haben keine Zweikämpfe angenommen. Ja, einfach wie letzte Woche schwer ins Spiel reingekommen sind und müsste Rückstand passieren, dass wir aufwachen. Und positiv ist es, dass wir jetzt endlich mal nach dem Rückstand das auch weggemacht haben, wenn es auch nur Punkt war. Aber bis jetzt haben wir jeden Rückstand, war ja immer Niederlage rausgekommen. Und daher positiv ist es wirklich, nach dem Rückstand doch nochmal Punkt mitgenommen zu haben. Das heißt, den Schwung jetzt der zweiten Halbzeit mitnehmen am Mittwoch gegen die Stuttgarter Kickers, um dann richtig Gas zu geben und da 3 Punkte einzufahren? Auf jeden Fall. Also endlich mal erste Halbzeit mal von Anfang an mal so aufzutreten. Das ist unser Wunsch. Und 6 Spiele ungeschlagen reicht nicht. Irgendwann passiert das, wenn wir so weiter spielen, so wie wir jetzt letzte 2-3 Spiele erste Halbzeit gespielt haben. Dann vielen Dank, viel Erfolg gegen Stuttgart. Ah. Matthias Wetsch, heute ausgewechselt zur Halbzeit. Was war der Grund? Ja gut, die genauen Gründe muss man dann beim Trainer fragen, aber ich sag mal, die erste Halbzeit lief einfach nicht gut. Komplette Mannschaft, ich denke mal, wenn er in der Halbzeit, egal wen er ausgewechselt hätte, hätte eigentlich keiner meckern dürfen. Und es lief einfach nicht gut und ja, er hat dann in der Halbzeit halt dann die, sag ich mal, 2 andere Stürmertypen eingewechselt oder einwechseln wollen, die halt eher die Tiefe suchen und die Bälle in den Lauf bekommen wollen. Und gut, ich sag mal, das ist seine Meinung, die muss man halt akzeptieren. Ist klar, natürlich ich meine, immer blöd für einen Spieler, dann in der Halbzeit schon rauszugehen, aber man muss es akzeptieren und die nächsten Tage Gas geben und auf Mittwoch konzentrieren. Hast du nicht alle Trainingseinheiten mitgemacht diese Woche? Vielleicht das auch ein bisschen Grund, dass leichter Fitnessrückstand ist? Oder sagst du, nö, ich stehe voll im Saft? Nö, überhaupt nicht. Also ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich auch fit gefühlt. Ich hätte auch 90 Minuten spielen können, also daran lag es jetzt nicht. Die Verletzung ist auch komplett ausgeheilt und ich habe jetzt auch irgendwie jetzt keine Gefühle gehabt, dass ich jetzt hier... Ja, nur 45 oder nur 60 Minuten spielen konnte. Also ich hätte 90 Minuten spielen können und ich denke mal, daran lag es auch nicht. Ich glaube, der Trainer hat jetzt auch nicht bei der Auswechslung daran gedacht. Okay, zurück zum Spiel. Punkt Gewinn heute oder 2 Punkte verloren? Gut, natürlich hätten wir lieber gewonnen, aber wenn man das Spiel betrachtet, muss man eigentlich mit dem Punkt zufrieden sein. Und es ist jetzt englische Woche, wir haben die Woche noch 2 Spiele und dann müssen wir gucken, dass wir da mehr Punkte holen. Ja, im Endeffekt muss man natürlich zufrieden sein, weil ich sage mal, das Spiel hätte auch komplett anders laufen können. Okay, dann viel Erfolg gegen die Stuttgarter Kickers jetzt diese Woche und hoffen wir, dass wir da mal wieder einen Dreier einfahren. Jawohl, Dankeschön, genau, hoffen wir auch. Danke, gute Einfahrt. Wir haben ja in der Halbzeit gesagt, wir spielen jetzt halt ab dem nächsten Spiel, spielen wir dann 2 Halbzeiten, also 2 zweite Halbzeiten, dann wird das besser, was los ist oder was los war. Wir haben keinen Zugriff bekommen im Mittelfeld, wir haben uns vorne schlecht bewegt, wir haben hinten nicht die Zweikämpfe so angenommen wie in der zweiten Halbzeit. Also ich glaube, da kann sich keiner in der ersten Halbzeit rausnehmen, wobei man sagen muss, außer Wulle. Also hat uns in der ersten Halbzeit 2-3 sehr gute gehalten. Und dann war es eigentlich ab der 35. Minute nur noch, wir haben hinten gesagt, wir müssen mit einem 0-1 oder beziehungsweise nicht mit einem 0-2 in die Halbzeit gehen, sondern mit einem 0-1, weil es ist natürlich viel leichter dann, noch was zu reißen und dann kommen wir so raus, wie wir es uns eigentlich ab der ersten Minute erhofft haben. Kriegen einen Elfer, spielen dann eigentlich ein ordentliches Spiel für ein Auswärtsspiel, würde ich sagen. Ich würde es jetzt auch nicht überbewerten, aber wir sind nach einem Rückstand wieder zurückgekommen und im Großen und Ganzen, wir können zufrieden sein mit einem Punkt und jetzt geht es am Mittwoch weiter und da heißt es punkten. Wie schafft ihr das am Mittwoch, dass ihr von Anfang an präsent seid? Ja, wir haben jetzt 3 Tage Zeit, uns zu regenerieren und
dann müssen wir das hinkriegen, dass wir von Anfang an präsent sind. Aber ein Geheimrezept hast du jetzt nicht? Nee, aber du hast ja genug Zeit morgen, das zu schreiben, wie man das und dann machen. Und zu analysieren, soll. Wie ihr das ich machen sollt. Das, in aller Ruhe, das ist in aller Ruhe lesen und dann. Gut, dann überleg alles schon klar. Mal ein Konzept. Birdie okay, Vogler danke. Jetzt hier bei mir. Es gibt hier kleine Diskussionen um das Ausgleichstor. Also unstrittig ist ja, dass du den Elfmeter toll rausgeholt hast. Wer hat jetzt den Ausgleich geschossen? Sead Mehic oder du? Also auf der Anzeigetafel stand ich auf jeden Fall, so wie ich es gesehen habe. Ich kann's der Kicker hat auch gesagt, dass du es warst. Aber. Ich kann es schwer sagen, da müsste man im Fernsehen nochmal nachschauen. Aber ich will auf jeden Fall zum Ball und schießen. Aber ob ich letztendlich dran war, und Sead war auf jeden Fall dran. Ob ich dann dran war, weiß ich nicht genau. Aber ist eigentlich auch scheißegal. Ja gut, es geht hier um so eine kleine Diskussion zwischen uns Fachleuten, zwischen der OP und dem Fanradio, weil das Fanradio hat das Tor dem Sead zugesprochen. Die OP meint, dass du es warst. Wir freuen uns natürlich, dass es gefallen ist, der Torschütze. Ist natürlich dann auch ist ja fast nebensächlich, ja, aber wir wollen natürlich schon da Aufklärung betreiben. Ich kann es euch auch nicht hundertprozentig genau sagen. Also dran war ich bestimmt ein bisschen, aber wem das Tor jetzt zugesprochen wird oder wer das geschossen hat, kann ich nicht sagen. Insgesamt zufrieden mit deinem Spiel heute? Ja, ich denke, zweite Halbzeit haben wir nochmal gut Druck gemacht und haben die erste Halbzeit dann ein bisschen korrigiert noch. Also ja, war schon okay auf jeden Fall. Ja. Heute in der zweiten Halbzeit gekommen. Ich finde auch gute, solide Leistung gebracht. Machst du jetzt Hoffnung, in der Startelf zu stehen am kommenden Mittwoch? Ich denke da gar nicht drüber nach. Das sollen andere entscheiden, auf jeden Fall. Also ich trainiere weiter, ich spiele weiter, wenn ich dann auf dem Platz stehe. Und ja, mehr soll der Trainer entscheiden dann. Also komm, Spiel gegen Kickers Offenbach. Machen wir erstmal den Blick rund auf die Fußballspiele des heutigen Tages. Das ist 10. Das ist einmal gewesen gestern Abend schon Seel Wiesbaden gegen Heidenheim 1:1. Heute Babelsberg gegen Aachen 1:0. Chemnitz hat 0:2 gegen den VfL Osnabrück verloren. Darmstadt gegen Stuttgart 2:3:1. Karlsruhe gegen Wacker Burghausen 1:2. Ostwestfälisches Derby hat Preußen Münster gewonnen gegen Arminia Bielefeld 4:0. Stuttgarter Kickers 1:2 gegen Saarbrücken. Und Unterhaching gegen Borussia Dortmund 4:3. Außerdem noch etwas später heute begonnen, aber auch jetzt fertig. Hansa Rostock gegen Hallescher FC 2:0. Die unerfahrenste Mannschaft mutmaßlich in dieser Liga führt Unterhaching die Tabelle jetzt an vor Münster und Bielefeld. Die Kickers sind das geblieben, was sie vorher waren. Ari auf Platz 12 und wir sind, obwohl wir im vierten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben sind, wieder etwas unter den Strich geraten auf Platz 19 im Augenblick. So viel direkt zu den Regularien und jetzt bitte deine Meinung zum Spiel. Ja, ich mache mit Nacht zusammen. Also ich glaube, ich gehe heute bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis natürlich. Ich glaube, auf der Art und Weise, wie ich das als Kickers präsentiert habe, die erste Halbzeit ist natürlich schon war sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich für mich, um das draußen anzuschauen, weil es sehr viel, sehr statisch war, sehr, wie gesagt, unbeweglich. Haben die Gegner eigentlich dazu eingeladen, was wir vorher wussten, das ist dann ein Konter. Und das haben sie dann dementsprechend auch gut gemacht, sind auch für die in die Führung gegangen. Durch diese wenige Bewegung muss ich die zweite Halbzeit reagieren, habe beide dann vorne rausgenommen, zwei neue, die haben es auch in dem Fall einfach besser gemacht, waren beweglicher, da konnten wir ein bisschen mehr Druck ausüben. Ich lasse mich immer am Schluss die Streitigkeiten mit dem Elfmeter immer ganz gerne außen vor. In der Phase war es natürlich sehr erfreulich für uns, machen das 1:1 und dann war es ein bisschen ausgeglichen, glaube ich, und aus fahren wir hier weg, sind nicht unzufrieden, aber ich bin mir schon bewusst, dass wir uns erheblich steigern müssen, dass wir nicht den Lauf, den wir auch haben, wir sind da 6 Spiele umgeschlagen, dass wir dann nicht irgendwann mal, dass es damit nicht Schluss ist gegen den Stuttgart Kickers jetzt am Mittwoch, wir müssen uns erheblich steigern. Dankeschön. Ja, danke Harvey und wenn Schwarz das Wasser eingegossen hat für die Stellungnahme von ihm zum heutigen Spiel, erstes Heimspiel. Für ihn weiter ungeschlagen und für meine Begriffe 60 Minuten lang sehr gut gespielt die Mannschaft und dann, man kann hadern mit dem Schicksal, ob die Hand da oben sein muss von Omari oder nicht, kam ein bisschen ungeachtet doch ein leichter Bruch ins Spiel, aber gut, die Analyse.
Ja, erstmal guten Tag zusammen. Ich denke, wir haben in den ersten 45 Minuten das umgesetzt, was wir auch in den letzten zwei Wochen hier trainiert haben. Haben den Gegner relativ früh attackiert, haben ihn gut angelaufen, haben ihn zu Fehlern gezwungen. Der Gegner konnte nur breit spielen oder nach hinten, kaum nach vorne. Der Gegner hatte in 45 Minuten keine Torchance gegen uns. Und wir hatten eine große Anzahl von Tormöglichkeiten, sind dann auch verdient in Führung gegangen und mich jetzt natürlich gefreut, wenn man mit dem 2-0 in die Pause geht, um ein bisschen mehr Ruhe zu bekommen, weil im Fußball, wir hatten es gesehen, kann immer schnell was passieren. Kleine Unachtsamkeit und schon steht es 1-1. Dann haben wir ein bisschen den Faden verloren, haben nicht mehr so dominant gespielt wie die ersten 45 Minuten und hätten dann aber nach der Einwechslung von Tobias Ahrens noch die richtige Möglichkeit gehabt, das Spiel doch noch für uns zu entscheiden. Und ich glaube, wir hätten es auch dann verdient gewonnen gehabt. Die Mannschaft hat viel investiert und ist leider nur mit einem Punkt gelungen. Dankeschön. Danke, Alois Schwarz. Und dann vielleicht auch gleich Ihre Fragen. Ja. Herr Schwarz, ist der Leistungsabfall, Leistungsknick, erste, zweite Halbzeit allein mit dem Gegentor zu erklären? Ist da die Verunsicherung einfach oder ist das einfach leer? Also ob das ein Leistungsknick war, Herr Alles, das will ich jetzt mal ein bisschen dahingestellt lassen. Es war nicht mehr so dominant, wenn man 45 Minuten so Gas gibt. Da ist es immer schwer, aber wenn man dann einen Genickschuss bekommt, ist es natürlich nicht einfach, da schnell wieder den Faden zu finden. Wir haben es trotzdem ordentlich gemacht und ich glaube, wenn man 90 Minuten drüber sieht, hat, obwohl es dann nicht mehr so präsent war, hat Offenbach keine Torchance mehr gehabt. Und, deswegen muss ich sagen, war es kein Leistungsknick. Matthias Schwarz auf der linken Seite. Vielleicht noch drei Worte dazu, A, wie die Idee entstanden ist und B, ja, wie man die Leistung einlassen kann. Danke. Also die Gedanken mit Blacky war einfach so, dass wir das Mittelfeld ein bisschen kompakter haben wollten durch den Ausfall von André Hahn. Blacky ist unheimlich spielstark, ist auch in seiner Umschaltbewegung eigentlich sehr souverän. Das hat er in sich und hat es heute ganz ordentlich gemacht. Es war eine sehr ungewohnte Position. Von da aus bin ich eigentlich mit seiner Leistung zufrieden. Also das war die Gedanke und wie gesagt, war ordentlich. War der neue Präsident auch im Stadion heute schon? Nicht. Zufrieden? Ja. Okay, Herr Checker. Sekunde, vielleicht noch das Mikrofon. Herr Schwarz, Sie haben relativ spät eingewechselt. Warum? Nun, weil die Mannschaft hat es gut gemacht. Ja, denke ich, da was rauszunehmen in dem Moment. Die Mannschaft hat gut funktioniert. Sie haben auch gut in die Tiefe gespielt. Wir hatten den Gegner von unserem Tor weggehalten. Und da würde ich das Gebilde nicht so schnell auseinanderreißen. Kommt jetzt die Frage, Herr Alles, nach dem Kurzeinsatz von Herrn Rau, oder? Die Frage kommt nicht zum Schiedsrichter. Da wurde jetzt vom Publikum bis als Buhmann dargestellt. Können Sie kurz was zu den entscheidenden Szenen an Ihrer Sicht sagen? Es ist immer schwer, was zu den Unparteiischen zu sagen. Das Mikro wegnehmen. Nein, das ist natürlich, wenn man. Ich sage mal, es war eine ähnliche Szene kurz vorher, wo Marius Strangel durchgeht, wo festgehalten wird und genauso im 16er umgerissen. Da pfeift er nicht, auf der anderen Seite pfeift er, ist natürlich für uns traurig, aber er hat so entschieden, da kann man nichts machen. Zu hart? Bitte? Bernd Rau? Zu hart war die Frage. Bernd Rau? Ach, Bernd Rau. Okay. Ja, das war ein sehr kurzer Einsatz. Das muss man nach Ansicht der Bilder noch einmal analysieren. Man muss auch nicht immer dann gleich da die Karte ziehen. Es ist nur meine Meinung. Es waren 3-4 Szenen, wo jedes Mal das gestreckte Bein drüber gehalten wurde. Da gab es dann eine gelbe Karte, was die Folge ist. Er hält genauso das Bein drüber an der Mittellinie. Also ob ich da wegen sowas rot ziehen muss, kann man drüber streiten. Er hat es getan, also ich kann es auch wieder natürlich nicht machen. Du
hältst dich da raus, oder? Ja, ich hätte auch sofort gezogen. Nein, also ich würde mich da nicht eingeschmissen. Ich weiß, wie das ist, aber ich kann nur sagen, der Spieler rollte über den Ball gegen Julius Rein, hat sein Schienbein sah unglücklich aus, ob er rot. Das ist nochmal dahingestellt. Ja, sehr hart dann auch irgendwann Spiel. Aber gut. Gott sei Dank nicht mal mehr. Ja, haben wir weitere Fragen? Dann bedanken wir uns und wünschen ein schönes Wochenende. Und die regionale Medienlandschaft wären wir sehr dankbar, wenn wir uns am Montag dann wieder, also übermorgen um 13 Uhr, hier sehen. Danke.